So Leute, willkommen zurück zum Pokémon Trading Card Game von Wolf bei der LP. Ich habe es noch nicht geschafft, für die Booster Challenge genug Kohle zusammenzukriegen. Ich habe mir Mühe gegeben, es hat bloß nicht gereicht. Und die Versusleiter wurde zurückgesetzt. Und jetzt gibt es mal wieder erweitertes Zeug. Ich finde es doof, wenn es erweitertes Zeug gibt. Ich mag mehr, normales Zeug. Und wir kriegen am Ende sogar nur eine Geraldine. Ich glaube, die habe ich schon. Ich wollte aber in die Sammlung, genau. Ich bin ein bisschen planlos. Ich bin auch extrem hungrig. Mein Essen befindet sich gerade in meiner Mikrowelle. Also, meine Mikrowelle ist ja gleichzeitig ein Ofen. Die meisten wissen das. Und ich mache mir gerade eine Pizza. Und so ein Rennen gegen die Zeit habe ich schon länger nicht mehr gemacht. So, und in diesem Booster Pack befindet sich ein cool aussehendes Lunastein mit Heilblockade. Wenn du Sonnenfell im Spiel hast, können Pokémon deine und die des Gegners nicht geheilt werden. Dann haben wir hier noch ein Funifras und ein Gyarados, die cool aussehen. Das hatte hier irgendwas. Genau, mal der Anzahl der Carpador, das heißt bis zu 150 Schaden. Das ist doch eigentlich gar nicht mal so schlecht. So, und hier haben wir ganz viele Raritätentruhen. Also das muss heute alles aufgemacht werden. Da kann ja auch noch mal ein bisschen Kleingeld und Pokémon und was weiß ich nicht alles drin sein. Auch wenn die meisten Karten leider nicht so cool sind. Also ich meine, dass das schillert, ist schon mal ein Gewinn, aber da geht doch noch mehr, oder? Da geht noch mehr. Zum Beispiel hier. Pyroleo Turbo. Sowas will ich sehen, ja? Das war zum Beispiel jetzt schon mal ein Gewinn für heute. Können wir eigentlich direkt aufhören, aber hier wird es nur noch schlechter. Nee. Also. Ja, jetzt haben sich zwei Leute übrigens für das Booster Pack angemeldet. Muss ich jetzt gerade mal nachgucken. Ein Anfänger hatte sich angemeldet. Ich grüße übrigens alle, die hier in der Liste sind, solange ihr noch in der Liste seid. Ja, hier. Den habe ich angefragt. Nimm bitte an, Dinus. Wäre ganz cool. Dann hat sich nämlich noch jemand gemeldet, der, ich weiß nicht, ob du jetzt Nuss-Anfänger bist oder, also der andere hat gemeint, er ist Anfänger und er hätte es gerne. Ich würde es dir gerne geben, wenn nicht, wenn ich mal wieder einen Livestream mache, ganz ehrlich. Ich verlose da Booster-Packs, ich habe noch ein paar. Melde dich einfach. Also, ganz ehrlich, es kommen immer so wenig Leute zu den Livestreams, dass die Booster-Packs, die ich da verlose, eigentlich, dass da immer jemand was kriegt. Also, jeder, der da ist, kriegt eigentlich eins. Oder zwei. Je nachdem, wie viele ich habe. Ich weiß gar nicht mehr, wie viel ich noch übrig hatte nach dem letzten Mal. Ich weiß auch gar nicht, was wir heute spielen. Ich würde sagen, wir gucken einfach nach den täglichen Herausforderungen. Obwohl, ich wollte ja heute eigentlich ein Turnier machen. Ist aber ein bisschen doof mit meiner Pizza. Also ein bisschen arg doof mit meiner Pizza. Aber es sind Leute drin. Soll ich dann nochmal einen Cut machen, bis meine Pizza fertig ist? Ich weiß nicht. Aber ich glaube, die... braucht eh nicht mehr so lange. Ich habe zu sehr getrödelt. Dann würde ich sagen, ich mache einen Cut und dann nehmen wir am Turnier einfach teil. Hä? Okay, sind alle Spieler wieder raus oder sind genug rein? Naja, ich würde sagen, wir machen einen Cut und entscheiden das dann, sobald meine Pizza fertig ist und ich sie gegessen habe, weil sonst, ich gucke gerade auf die Zeit, es sind noch 7 Minuten, das passt eh nicht mit dem Part zusammen. Also, dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder in einer Sekunde. Bis gleich. Weiter geht's. Ich habe gegessen und es sind keine Leute reingekommen. Es hat sich auch nichts verändert. Ich glaube, ich muss einfach mal aktualisieren. Dann sehe ich vielleicht auch... Ja, es hat sich was geändert, allerdings nur, dass hier weniger Leute drin sind. Wir gehen einfach mal rein. Ich würde sagen, wir gucken mal. Vielleicht gesellt sich ja irgendjemand dazu. Ich habe heute auch ein paar Sachen, worüber ich eigentlich ganz gerne reden würde. Da bietet sich ja so ein Turnier immer ein bisschen an, weil man da ja sehr, sehr lange mit einem Deck spielt. Oder ich laber jetzt einfach drüber, das kann ich auch machen. Weil die Leute scheinen ja interessiert zu sein, reinzukommen. Nämlich folgendes, da werden wir jetzt warten, kann ich euch das kurz mal erzählen, weil das muss ich einfach loswerden und es nervt mich extrem. Folgendes. Ich kriege am Samstag mal wieder für 13 Tage ein Auto.
13 Tage, keinen Tag mehr. So. Wie immer brauche ich natürlich einen Parkplatz. Bin dafür am Montag, nachdem ich alles aufgenommen hatte, zu meinem Hausmeister gelaufen und habe ihn gefragt. Hier, ich kriege das Auto für 13 Tage. Ich habe natürlich keinen Parkplatz, weil ich normal kein Auto habe. Wie sieht's denn aus? Kann ich irgendwo parken? Ja, er dürfe mir dann... Super, Lieferheld, halt die Klappe. Ich möchte nichts bestellen. Und das ist kein Sponsored Ad, ne? Das ist blöd. Ja, auf jeden Fall. Mein Hausmeister hat mir gesagt, er dürfe mir da nichts zusprechen. Nicht gemietet kann halt dazu führen, dass man abgeschleppt wird. So. Ich also Hausverwaltung angeschrieben, da wir nie alle Parkplätze belegt haben, sollte es doch möglich sein, mir zu sagen, welcher Parkplatz nicht vermietet ist, dass ich dort halt parke, wenn er frei ist. Wenn nicht, muss ich halt irgendwo in der Seitenstraße oder sonst wo parken. Im Notfall muss ich bis zum Bahnhof fahren und dann mit der Straßenbahn 5 Minuten wieder zurück. Wäre jetzt auch nicht das Problem, aber es ist halt ein bisschen doof, weil es sind 15 Minuten Fußweg. Und wozu habe ich ein Auto, wenn ich 15 Minuten Fußweg habe? Na gut. Auf jeden Fall, ich Hausverwaltung angeschrieben. Kam auch prompt eine Nachricht zurück. Abwesenheit. Für alle Belange wenden Sie sich doch bitte an so und so, wegen Vertretung. So. Okay. Ich ein wenig genervt, dass die Person, die ich eben kontaktieren soll, ja, abwesend ist. Okay. Gedacht, was soll's, es gibt ja eine Vertretung. Ich die Vertretung angeschrieben, kam prompt eine Mail zurück, abwesend. Bis Donnerstag. Und das war so der Moment, in dem ich gedacht habe, ja, es gibt eine Vertretung. Und diese Vertretung ist im Urlaub. Also praktisch, man macht eine Urlaubsvertretung, die selber in den Urlaub geht. Was den Sinn einer Vertretung eigentlich ziemlich, naja, hinfällig macht. Aber gut, sei jetzt mal dahingestellt, ist jetzt halt so. Heißt, ich erfahre erst am Donnerstag, ob ich einen Parkplatz habe. Ich übersteuere ein wenig stellenweise. Naja, gut. Das nervt mich wirklich extrem. Weil ich möchte einen Parkplatz. Ich bin ja hier Anwohner, ich möchte einen Parkplatz haben. So einfach ist es. Und also ich muss nicht unbedingt einen Parkplatz haben, sagen wir es mal so. Ich brauche ihn ja nicht zwangsweise. So, mehr brauchen wir eigentlich noch gar nicht. Dann hauen wir jetzt einfach mal mit Last des Knochens drauf. Das reicht ja. Wir haben ja die 20 extra Schaden, 20 Schadenspunkte reduziert. Bam, weg. So einfach kann es gehen. Zurück zum Thema. Ich erfahre erst am Donnerstag, ob ich einen Parkplatz habe, aber am Samstag kriege ich das Auto. Also, ja, irgendwie könnte das ein bisschen optimaler laufen. Aber da hat wieder irgendjemand nicht so richtig nachgedacht. Gut. Ich habe auch den Hausmeister vorher nicht gefunden. Seit Montag finde ich den ständig. Also er läuft mir permanent über den Weg. Ich weiß nicht, ob er mich verfolgt. Ich habe keine Ahnung. Was macht das eigentlich? Achso, wenn es Schaden kampfunfähig wird, nimmst du wieder auf die Hand. Okay. Aber es nervt mich schon ein wenig. Das muss ich wirklich sagen. Es ist ein bisschen ätzend, weil, ja... Der alte Hausmeister hat auch immer gesagt, park einfach hier irgendwo, halt nicht auf der Hochebene, wo die ganzen anderen Leute parken. Park halt irgendwo, wo niemandem im Weg stehst. Und ich habe da geparkt, wo ich niemandem im Weg stehe. Immer. Und ich würde auch jetzt natürlich nicht im Weg stehen wollen und würde entsprechend parken. Problem ist, das ist der Hausverwaltung egal, ich komme halt nicht an einen Parkplatz ran. Und ich weiß auch nicht so recht, wo ich parken soll, weil es gibt zwar theoretisch, wie gesagt, theoretisch Parkplätze, aber mehr als theoretisch wird da nicht raus, weil praktisch die sind sonst wo. Die sind irgendwo im Hinterland, man findet die nie. Die verstecken sich, die sind im Prinzip
nie existent. Das Problem an diesen Parkplätzen ist einfach bei uns, ist das so, die meisten Parkplätze sind zeitlich begrenzt oder kosten Geld oder sonst was, weil ich halt in einer größeren Stadt wohne. Und das hat mich so ein bisschen genervt. Und das hat mich Montag wirklich sehr, sehr aufgeregt und mir ziemlich schlechte Laune gemacht. Weil ich mir halt gedacht habe, wir haben... Allein wenn ich jetzt rausgucke, da vorne sind zwei Parkplätze frei, da hinten sind zwei Parkplätze frei, da vorne sind drei Parkplätze frei, da hinten ist nochmal einer, hier vorne sind vier Parkplätze frei. Also es sind wirklich... Es ist nicht nur ein Parkplatz frei, es sind eine ganze Menge. Und obwohl so viele Parkplätze frei sind, heißt es nein. Ist nicht. Und das ist es halt hauptsächlich, was mich nervt. Dass wir theoretisch Parkplätze haben, aber praktisch nicht benutzen. Ich kann noch meine Nachbarin fragen, ob sie zufällig Bock hat, zwei Wochen wegzufahren, dass ich hier einen Parkplatz bekomme. Oh Gott, Schluck auf. Aber ich bezweifle, dass sie da mitmacht. Ja, das ist halt alles ein bisschen doof. Also, falls mal wieder jemand von der Weges Hausverwaltung zuschaut, ne? Und ich sag das jetzt ganz offen. Da kann man noch dran arbeiten. Das ist alles noch Verbesserung, hat alles Verbesserungspotenzial. Und wir haben unsere erste Runde gewonnen. Und sogar eine Pflanzenentwicklung gemacht. Perfekt. Besser geht's gar nicht. Seht ihr mal, gleich in die zweite Runde gekommen. Das heißt eigentlich, Booster haben wir sicher, ne? Sonne und Mond, Grauen der Lichtfinsternis. Platz 3 bis 4, ein Booster haben wir sicher. Also eins kriegen wir auf jeden Fall. Wenn wir es bis auf Platz 2 schaffen, kriegen wir sogar 2. Und wenn wir es auf Platz 1 schaffen, kriegen wir 3. Es könnten mehr sein, aber besser als nichts, oder? Gut, da wir nicht wissen, wie lange das jetzt dauert, würde ich sagen, ich mache hier nochmal einen Cut. Und wir sehen uns gleich wieder, wenn die nächste Runde beginnt. Bis gleich. Ich gehe schon mal wieder rein, auch wenn der Kampf noch nicht angefangen hat. Ich habe nämlich eben dieses Tauschangebot bekommen. Ja, was soll ich dazu sagen? Ich krieg 1 Siberio und gebe 2 Full Art Karten, die ich nicht mal mehr besitze. Beziehungsweise die ich nicht abgeben kann, weil ich glaube, den hier habe ich in einem Deck drin, den hier nicht. Den habe ich damals weggegeben. Ich weiß nicht, warum er immer noch angezeigt wird, ich habe ihn nicht mehr. Das ist ein super Tauschangebot, Pika Vale. Ich liebe ja sowieso Tauschangebote, die mir gemacht werden. Ich sehe hier auch nirgendwo Pika Vale. Ich weiß gar nicht, wer das ist. Wir gehen mal unter P. Habe ich eben erst bekommen. Ist der überhaupt in meiner Freundesliste? Wenn nein, dann hast du mich vielleicht geaddet und... ja, ich konnte nicht annehmen, weil ich zu viele Leute drin habe. Oder er ist hier im Turnier, das kann auch sein. Beides nicht. Okay, ich habe keine Ahnung, wer das ist. Aber ich hasse ja so Tauschangebote, wenn ich vorher nicht angeschrieben werde. Also tut mir leid, falls ich deine Freundschaftsanfrage nicht annehmen konnte. Ach, es nervt mich so, wenn hier so das Zeichen ist. Weil ich habe hier leider sehr viele Leute drin. Ich mache immer mal frei. Aber das Problem ist, ich weiß nie, wer von euch noch onkommt und wer nicht. Und deswegen fällt es mir immer sehr, sehr schwer, Leute rauszusuchen, die ich rausschmeiße. Und es tut mir dann auch immer leid, weil, falls ich irgendjemanden rausschmeiße... Also solltet ihr mal irgendwann... statt diesem Kopfsymbol bei mir in der Freundesliste dieses Symbol sehen, schmeißt mich einfach raus und fragt mich neu an. Das ist dann einfach, dann habe ich euch rausgeschmissen, weil ich euch öfter länger nicht online gesehen habe oder dachte zumindest, ich hätte euch länger nicht online gesehen. Es sind einfach sehr, sehr viele Namen, ihr seht's. Es sind unheimlich viele. Ich habe keine Ahnung, wer hier wer ist. Und deswegen liebe ich YouTube-Kommentare so. Ich bin sehr, sehr froh, YouTube-Kommentar zu sein. Und zum Beispiel hier, ich...
dich hätte ich beinahe rausgeschmissen. Ich wusste nicht, dass du noch ankommst. Ich bin sehr froh, dass ich es nicht getan habe. Hier, Mick, du bist seit ewigen Zeiten, glaube ich, nicht mehr on gewesen. Aber ich traue mich nicht, weil ich nicht weiß. Aber ich habe ja derzeit einen Platz zumindest freigemacht, dass jemand adden kann. Ich werde auch in Zukunft einfach mal wieder Leute rausschmeißen, die nicht mehr spielen oder von denen ich glaube, dass sie nicht mehr spielen. Und ja, wie gesagt, ihr könnt einfach adden. So, ihr seht, es hat sich nicht viel verändert. Ah, das ist ein bisschen doof. Ja, ich schneide dann wieder. Ich wollte bloß mal dieses unseriöse Tauschangebot da kurz mal ein bisschen breit treten und wir sehen uns gleich wieder. Endlich geht's weiter. So, meine Beschwerden über den Parkplatz hören jetzt auf. Ich will mich nicht immer über Parkplätze beschweren. Aber ich möchte mal etwas Positives sagen. Mir ist nämlich Folgendes passiert. Ich habe YouTube in der Zeit, genau, jetzt als ich mir Essen gemacht habe, vorhin, vor euch vor 15 Minuten, nein, nicht mal, für mich ein bisschen länger her, tja gut, so viel länger jetzt auch nicht, ich habe ja direkt nach dem Essen angefangen. Aber gut, als ich da gewartet habe, habe ich YouTube aufgemacht und habe mal geguckt, was wird mir persönlich jetzt eigentlich so vorgeschlagen. Und während mir sonst haufenweise Spoiler entgegengeworfen werden, wurde mir ein Kanal ungefähr meine Größe zugeschmissen, der aber auch deutlich aktivere Mitglieder hat, schreibt mehr. Der wurde mir da vorgeschlagen und ich habe mich wirklich sehr gefreut, weil ihr wisst, ich mache eine ganze Menge Pokémon-Stuff. Ich mache wirklich sehr, sehr viel mit Pokémon und ich mag Pokémon sehr, sehr gerne. Aber wenn es etwas gibt, das ich noch sehr viel mehr mag als Pokémon, dann ist es Digimon. Ihr wisst, ich bin ein... Okay, nicht jeder weiß es, aber die meisten wissen es. Ich bin ein unheimlich großer Digimon-Fan. Es ist einfach so. Ich mag Digimon unheimlich gerne. Und ich weiß, viele denken, Pokémon und Digimon, da hätte Digimon von Pokémon geklaut. Nein. Denn der Kanal, der mir vorgeschlagen wurde, Chilling with... Oh Gott, ich habe den Namen vergessen. Kakujo. Der macht Tamagotchis und Wii-Pads. Wer nicht weiß, was Wii-Pads sind, die wurden damals in Kombination mit Tamagotchi entwickelt. Und das noch lange bevor der Pokémon-Anime rauskam. Die ganzen stellen nämlich tatsächlich den Grundstein von Digimon dar. Also so hat Digimon angefangen. Im Prinzip mit Tamagotchis. Deswegen kann man schlecht sagen, Digimon hat von Pokémon geklaut. Nein, es ist einfach so, es war vorher schon so, wie es halt jetzt ist. Ne? Es waren vorher Tamagotchis und sind jetzt auch Tamagotchis. Und ja, das mit Anime und so kam viel später. Da hat man dann einfach aus den Tamagotchis praktisch ein Anime gemacht. Nur, dass ihr Bescheid wisst, warum das halt ist, wie es ist. Und ja, das ist tatsächlich die ganze Geschichte im Prinzip. Weshalb das so ist, wie es ist. Und ja, diese Wii-Pads, die Digimon Tamagotchi, wenn man so möchte, die macht er so ein bisschen. Und ich finde das gut, weil mir gefällt der Stil. Und ich hatte wirklich unheimlich viel Spaß, muss ich sagen. Ich habe mir ein paar Videos angeguckt. Ich fand's schön. Also klar, als großer Digimon-Fan bin ich etwas voreingenommen. Vor allen Dingen, weil er Digimon World Musik eingespielt hat. Eins meiner bis heute liebsten Spiele. Aber nee, ich habe wirklich sehr viel Spaß gehabt. Und einfach mal unverbindliche Preisempfehlung. Wer gerne Digimon mag, vielleicht mal reingucken. Und es ist ein Unterschied, das möchte ich auch nochmal sagen, ob ich die Werbung mache oder jemand anders. Weil es gibt auf meinem Kanal immer wieder die Leute, die meinen, ja, ja, guck doch mal bei mir. Nee, Leute, so nicht. Wenn ich die Werbung mache, ist okay. Weil, naja,
Das ist mein Kanal. Ich kann hier Werbung machen, so viel ich will. Dafür ist es meiner. So, und jetzt hauen wir hier richtig zurück. Machen wir überhaupt genug Schaden? Ich glaube, nein. Doch, machen wir. Dank Professor Kukui machen wir genug. Aber gerade so. Heißt aber auch, an so einem Lucario kommen wir nicht vorbei. Das da kriegen wir kaputt, wenn wir Kukui spielen und einen Radfratz ziehen. Oder alternativ einen Nestball. So. Ja, Trage nützt uns nicht so viel. Radfratz, habe ich gesagt, kein Radikal. Mein Gott, nicht mal zuhören können sie. Ja, danke. So. Jetzt sollten wir das eigentlich zerlegen. Und unsere nächste Preiskarte nehmen. So, welches spielen wir? Ich glaube, das mit der Notsituation, da haben wir auf jeden Fall mal 60 Schadenspunkte drin. Das ist, glaube ich, ganz gut. Zumal gerade kein Schwächeschutz in Sicht ist. Und das andere Vier auf der Bank, das wird ja schon geboostet ohne Ende. Das wird uns nochmal richtig Probleme machen. Ja, das Kokowai haben wir schon mal, aber noch, halt noch kein Owai. Und ohne Owai wird das nix. Könnten uns jetzt noch Energiekarten holen. Aber nee, wir hauen lieber drauf. Mag ein Fehler sein, aber gut. Fehler passieren. Man muss Fehler machen, um daraus zu lernen. So sieht's doch aus. Aber jetzt fangen dummerweise die Probleme erst richtig an. So. Wahrscheinlich eine Cynthia. Ja, der wartet jetzt drauf, dass er hier seinen großen Auftritt hat. Ich überlege gerade, ob wir ihm den Auftritt ein bisschen verhageln. Ich glaube ja. Machen wir. So, wir lassen jetzt nämlich einfach Sonnfell den Kram hier erledigen. Sonnfell macht genug Schaden bei dem Vieh. Und wir brauchen uns gar nicht weiter drum kümmern, weil dann können wir hier mit maximaler Stärke mit Knogger schon mal Schaden machen. Und eventuell, wenn wir ein Dings ziehen, ein Owai, können wir sogar mit Kokowai Schaden machen. Das wäre mir dann doch ein wenig lieber. Ach, jetzt kommt wieder Fluchtseil. Na gut, dann schmeißen wir das hier einfach mal raus. Das kann eh Schaden nehmen. Können wir nicht ändern. Aber dann sind wir es zumindest los. Und was macht er? Nix. Kann er sich nicht entscheiden. Also ich würde das Knackrack nehmen. Aber gut, ist jetzt meine persönliche Meinung. Ich weiß auch nicht, ich bin heute gut drauf. Ich habe heute einen guten Tag. Ich habe verschlafen. Ich habe viel zu lange geschlafen. Eigentlich wollte ich heute noch in die Uni, wollte was abgeben. Ich habe verschlafen, kann ich vergessen. So, auf wen zählt er? Wahrscheinlich auf Knogger, ne? Natürlich auf Knogger. Auf wen denn auch sonst? So, jetzt müssen wir gerade mal gucken. Oder gleich mal gucken, wie es in unserem Ablagestapel so aussieht. Damit können wir Energien holen. Das ist super. Ja, uns fehlt Psychoenergie im Ablagestapel. So. Alola Club.
Weil bis jetzt läuft es eigentlich ganz gut. Und klar, es ist jetzt noch nicht ideal, aber es läuft echt gut. Wir haben, was wir zum Kämpfen brauchen, sagen wir es mal so. Wenn wir einmal Kopf werfen, dann können wir sogar das Knackknack erledigen. Können wir trotzdem noch. Aber wir müssen einmal Kopf treffen. Das ist wichtig. Vielleicht kriegen wir ja noch einen Owei jetzt. Owei wäre natürlich super. Nestball, das ist im Prinzip ein Owei. So, dann holen wir uns nämlich hier mal Unlichtenergie. Ja, an sich ist es egal, was wir uns für Energie holen. Wir haben ja jetzt jeden Energietyp im Ablagestapel, glaube ich. Ne, Faustenergie fehlt tatsächlich noch. Na gut, können wir uns jetzt aber nicht drum kümmern. Jetzt müssen wir uns hier erstmal um böse Bef Notfall Notsituationen. Notfall, ja. Um den Notfall kümmern. Und hauen mit dem Schwächeschutz. Also, wir haben gleich einen Schwächeschutz, den können wir dann auch gleich anlegen. Können wir gut nutzen. Derzeit sieht die Situation super für uns aus. Der Part sieht auch super lang aus. Ist er auch. Naja. Danke an alle, die so lange dranbleiben. Kann sein, dass er gleich wieder entwickelt. Okay, er entwickelt mit Aufstieg. Oder auch nicht. Wenn er nicht mehr entwickeln kann, hat er ein Problem. Dann hat er ein Riesenproblem. Weil ich verbrauche unser Deck jetzt nicht. So blöd bin ich nicht. Wäre ich ja schön blöd, wenn ich jetzt unser Deck verbrauchen würde. Ja, und jetzt kriegen wir hier maximalen Schaden. Nee, warum sollte ich auch unser Deck aufbrauchen? Bringt uns ja überhaupt nichts. Aber ich muss auf maximalen Schaden kommen, also muss ich wahrscheinlich die Faustenergie noch loswerden. Oder ich. Ja, stimmt, warum mache ich es nicht einfach so? Ich schmeiße das Sonnenfell in den Kampf und ziehe es zurück, damit wir die Energie los sind. Und dann haue ich mit dem Kokowai einfach kurzerhand das Lucario um und dann ist wieder eine Gefahr weniger. Weil durch den Schwächeschutz kann das Vieh uns ja jetzt eh erstmal nichts anhaben oder wenig. Stimmt, da brauche ich es ja überhaupt nicht. Ich bin manchmal ein bisschen langsam. Sollte aber vielleicht schon mal die Kavallerie bereit machen. Man weiß ja nie. So, wenn wir wieder zweimal Kopf, ne, leider nicht. Dafür reicht es jetzt, wenn wir mit Sonnenfell das Vieh töten. Er bereitet jetzt sein Ersatz-Pokémon vor. Brauchen wir 60 Schaden, um es zu töten? Das hätten wir theoretisch. Wie gesagt, wir bereiten schon mal Ersatz vor. Hier gleich wieder mit Notsituation. Ist jetzt egal, wie viel Schaden wir machen. 60 haben wir ja sicher. Ja, stimmt. Und jetzt muss er unser Radikal töten und dann hauen wir mit Alola Kokowai einfach drauf. Das Vieh hat sogar eine Schwäche, das heißt, ja, wir haben gewonnen. Kampf Nummer 2 gegen das Knackrack-Deck möchte ich nochmal erwähnen. Gut, es lief für ihn ein bisschen schlecht mit dem Entwickeln. Haben wir gewonnen. Ja gut, das ist im Prinzip jetzt aufgeben, was er hier macht. Obwohl, er kann ja nicht mehr, er kann nicht angreifen. Von daher, ja. Blieb ihm nichts anderes übrig, als sich seinem Schicksal zu ergeben. Und die nächste Runde beginnt bereits. Ja, ich sag ja, wir sind. Der Part ist viel zu lang. Was ist hier jetzt? Ach, Smiley und Fragezeichen. Smiley wahrscheinlich, weil irgendwas wieder rauszensiert wurde. Ja, das ist das Problem. Zensur, Smiley. Das Schöne ist, das Wort bitte wird zensiert. Das bedeutet, wenn ihr höflich sein wollt und. Meine Zuschauer sind im Allgemeinen höflich,
möchte ich zumindest behaupten. Und ihr sagt zu mir, dürfte ich bitte das Deck haben oder dürfte ich, oder hast du bitte, oder, nee, das klingt doof, hast du vielleicht Zeit und würdest du bitte mit mir spielen oder sowas, ja, dann wird rauszensiert, kriegt ihr ein Smiley, fertig. Ist ein bisschen doof, aber kann man jetzt nichts dran ändern. Also dann einfach versuchen, den Satz irgendwie anders zu formulieren. Abkürzungen nutzen, wenn möglich. Und aufs Beste hoffen. So, das ist natürlich jetzt ein bisschen doof. Ja, ich möchte gerne Basisenergiekarten haben, vor allen Dingen die, die wir noch nicht haben. Brauchen wir später für Kokowai. Problem ist, das Vieh lässt uns schlafen. Ich möchte ihm zumindest einen Schlag verpassen, weil dann können wir es auf jeden Fall mit Koriogel töten. Und wir können ihm einen Schlag verpassen. Ich habe ja so ein bisschen drauf gehofft, dass wir jetzt irgendwas Gutes ziehen. Aber gut ist gerade nicht drin. Zum Beispiel Knogger. Wenn wir jetzt Knogger ziehen würden, wird auch nicht so viel bringen, wird 20 Schaden machen. Aber es wäre zumindest etwas. Oder vielleicht ein Owei oder irgendwas. Ich weiß ja auch nicht. Ich möchte einfach bloß irgendwas ziehen. Ein Pokémon am besten. Oder ganz viele Pokémon. Oder eine Trainerkarte, mit der wir an Pokémon rankommen. Ein Fluchtboard. Ja, es nützt uns nichts, weil Flucht ergreifen ist nicht mehr. Wir können nicht mal Last des Knochens einsetzen, weil die kann man ja nur einmal einsetzen. Dann muss man eine Runde warten. Also sieht schlecht für uns aus. Aber Leute, werft noch nicht die Flinte ins Korn, noch haben wir nicht verloren. Unser Gegner hat erst eine Preiskarte genommen und wir holen uns unsere auch gleich. Und nur weil unser Gegner Pokémon hat, heißt das nicht, dass wir uns geschlagen geben. Vielleicht ziehen wir jetzt ja die Karte, die unser Leben verändert. Aber nicht zum Positiven. Davon habe ich nie was gesagt. Das Vieh kann Surfer. Ah, es setzt es aber nicht ein. Es setzt Familienruf ein. Okay. Und mit Lili wieder Karten ziehen. Ja, ich habe gehofft, es schlägt komplett fehl, weil er wird sich wahrscheinlich für Plinthwa jetzt die Entwicklung holen. Ja, in Empoleon hat er einen Sonderbonbon, oder warum holt er sich nicht erst? Ist ja auch egal. Irgendwas wird er auf jeden Fall vorhaben. Er hat es ja bis ins Finale geschafft, das muss man ja auch dazu sagen. Wer bis ins Finale kommt, der hat natürlich schon was geleistet. Super, und wir können uns noch mehr Energie holen. Das ist es, was wir brauchen. Mehr Energie. Aber wir holen sie uns trotzdem, weil dann ist die aus dem Deck raus und dann haben wir eine höhere Chance, dass wir gleich ein Pokémon ziehen. Ich meine, wir haben ja sogar ein Radikal. Also theoretisch, wenn wir ein Radfratz ziehen, haben wir Angriffskraft. Zumindest ein bisschen was. Aber dafür müssen wir es auch ziehen. Und ein Owei wäre auch ganz cool. Am besten ziehen wir einen Chris, schmeißen mit dem ein bisschen Energie weg. Ja, genau den da. Und ziehen dabei einen Owei und einen Radfratz. Und vielleicht noch ein bisschen was anderes. Das wäre so mein Traum. Mein Wunsch jetzt. Vielleicht dann noch ein Kokowai gleich mit dazu. Oder ein Hyperball und wir ziehen Energie. Was denn auch sonst? Gleich trifft uns der Surfer. Dann nächste Runde müssen wir haben. Weil nachdem uns der Surfer getroffen hat, haben wir keine Chance mehr.
Also Surfer und dann nächste Runde ist tot. Wir haben dann noch 30 Leben, selbst wenn wir das Vieh zerlegen. Das Rex Blizzard haut uns dann weg. 30 Schaden, da müssten wir schon fast Angst vor dem Plinfer haben. Ach, jetzt wird das Rex Blizzard gleich vorgepackt, okay. Wir haben ein Pokémon, es ist nicht sonderlich stark, aber es ist immerhin da. Manchmal sollte man auch dankbar sein dafür, dass es einfach nur da ist. Darauf hoffen, dass ihm das Deck ausgeht, können wir wahrscheinlich auch nicht. Aber er macht nur 80. Er bringt unser Pokémon nicht sofort um. So, jetzt komm, Pokémon. Hyperball. Passt. So, schmeißen wir gleich mal zwei Energien raus. Owei bringt nichts, wenn wir es uns holen. Wir brauchen jetzt gerade mal ein bisschen Angriffskraft. Moment, stimmt, wir können ja jetzt das hier machen. Noch haben wir ja keine Energie im Spiel oder keine Karte. So, da holen wir uns gleich nochmal das da, weil dann ist es raus. So. Man muss ein bisschen vorausplanen. Und das versuche ich hier gerade. Weil ich denke mir halt, wenn das Rex Blizzard uns getötet hat, greife ich mit 60 Schaden an. Dann bringt uns das Rex Blizzard wieder um und dann können wir mit 50 Schaden das Vieh töten. Das ist halt so mein Gedanke. Okay, gleich wieder ein Hyperball, das ist sehr schön. Damit geht unsere Strategie nämlich sogar auf. Wir haben ja auch Wasserenergie im Ablagestapel. Wir haben eigentlich jetzt von jedem Energietyp was im Ablagestapel. So, da ist unser Alola Sandama. Das nur darauf wartet, in Aktion treten zu dürfen. So, und da wir Ausrüstung dran haben, macht der Spezialzahn 60 Schaden. Wenn wir aufwachen, könnten wir das Vieh sogar töten. Wenn. Wäre natürlich super, weil dann gleichen wir wieder ein bisschen aus. Aber da müssen wir jetzt auch aufwachen. Und das tun wir. Ist es nicht schön, wenn mal Sachen funktionieren? Moment, eine Karte dürfen wir noch ziehen. Vielleicht ist es ja ein Knogger. Das ist ein Owei. Ein Owei ist auch schön. Vielleicht nicht schön im klassischen Sinne, aber es ist gut, dass es da ist. Und ein Chris. So langsam kommen die Karten jetzt alle nach. Die haben vorher alle gefehlt. Jetzt langsam, aber stetig kommen. Stetig kommen sie nach. Vor allen Dingen, das ist ja ein Hin und Her. Er nimmt jetzt seine dritte Preiskarte. Okay, er nimmt sich das Rex Blizzard wieder. Dann töten wir das Corazon. Dann nehmen wir unsere Preiskarte, unsere dritte. Das heißt, es wird wirklich hier auf ein Hin und Her rauslaufen. Wichtig wäre, dass wir nach Möglichkeit ein Kokowai kriegen. Ah, Fluchtseil ist jetzt nicht das, was ich unbedingt will. Kokowai wäre mir da echt lieber. Da ist es. Und es wartet nur auf seinen Einsatz. Es ist so schön, wenn mal Sachen so sind, wie sie sollen. Leider hat es keine Resistenz. Das wäre noch schöner, wenn es jetzt noch eine Resistenz dran
Okay. Das da ist kein Problem. Also wirklich, das meine ich ernst, das ist kein Problem. Wir hauen das Vieh nächste Runde um. Ich ziehe das Käuferhaft zurück und hau mit Kokowai einfach plus Kukui drauf. Dann ist es tot. Beide noch 17 Karten. Es ist ein Rennen gegen die Zeit. So. Wie gesagt, ich benutze jetzt Kukui. Da ziehen wir auch gar nicht mehr. Mehr ziehen, das bringt uns in Teufelsküche. Schon mal vorbereiten, falls wir doch noch das Knogger ziehen. So, 140 Schaden reicht locker, um das Vieh zu töten. Und jetzt muss er sich nämlich mit Kokowai prügeln. Und in dem Moment, in dem wir hier Kokowai haben, können wir jede Runde ein Pokémon umbringen. Jetzt versucht er da hinten Empoleon vorzubereiten. So seine letzte Waffe. Aber da wir jede Runde ein Pokémon töten, wird es für ihn zu knapp. Vor allen Dingen, wenn wir noch ein zweites Kokowai bekommen. Dann ist die Sache gelaufen. Oder halt das Knogger. Das würde auch reichen. Obwohl das Knogger, das hat ja eine Wasserschwäche. Das wäre wieder negativ. Also das Kokowai wäre echt das Beste, was uns passieren kann. Obwohl, ich könnte ja einen Schwächeschutz anlegen. Also, wir haben Möglichkeiten. Wir haben Mittel und Wege. So, jetzt wird das Vieh vorgeschickt. Würde ich an seiner Stelle auch tun. Und ehrlich gesagt, ich ziehe hier lieber nochmal. Okay, wir haben das Dragosso. Darauf habe ich gehofft. Ja, wir hauen uns um. Nestball. Sehr schön. So, jetzt kommt das gefährlichste aller Pokémon. Und es hat eine Elektroschwäche, keine Pflanzenschwäche. Ich habe mit einer Pflanzenschwäche gerechnet. Ist aber auch nicht weiter schlimm. Bringt uns nämlich nicht um. Das ist sehr viel Schaden, den er austeilt. Eventuell ist es zu viel. Wir ziehen noch einmal. Ich weiß, ich mache unser Deck gerade furchtbar leer. Aber es hat einen tieferen Sinn. So. Wir können das entwickeln, ne? Nicht, dass ich jetzt einen Fehler gemacht habe. Schaden. Mehr brauchen wir nicht. Wenn ich jetzt keinen Fehler gemacht habe, haben wir gewonnen. Wenn er nicht die Bank mit 50 Schaden auch noch treffen kann. Weil dann entwickle ich gleich zu Kokowai und hau das Vieh um. Macht er Rückzug? Wenn er Rückzug macht, haben wir ein Problem. Er macht Rückzug. Verdammt. Ah, ja. 200 Schaden ist natürlich übel. Zu übel. Aber wir haben noch das Fluchtseil. Damit kriegen wir ihn. Wir kriegen ihn mit dem Fluchtseil. Okay. Alles gut. Damit zwingen wir ihn zum Tausch. Und dann gewinnen wir nämlich doch noch. Leute, das Finale hier, wer das verpasst, der hat's verpasst, ne? Denkwürdige Momente. Und das Fluchtseil reißt es jetzt echt raus.
weil wir 120 Schaden machen. Das ist zu viel für ihn. Komm. Leg irgendwas. Das ist jetzt egal, was. Ich töte alles. So, wir sagen auch noch gut gespielt, weil das hat er wirklich. Aber wir haben das Turnier gewonnen. Mit dem Tropenwuchtdeck, das sonst niemand in diesem Turnier gespielt hat. Möchte ich auch mal anmerken. Und wir haben die Tickets wieder raus, die wir eingesetzt haben. Oh Gott, 45 Minuten Part. Aber drei Booster gekriegt, 200 Coins. Die sind super. Event verlassen. Damit können wir nächsten Part die Booster-Challenge machen. Was du geschrieben hast, wurde zensiert. So, Leute. Ich würde sagen, ihr lasst mir jetzt einen Kommentar da. Ich muss erstmal den Part rendern. Das wird ein bisschen dauern, aber da kann ich weiter Videos gucken. Ihr lasst mir einen Kommentar da, einen Daumen nach oben und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei wärt, wenn es heißt Pokémon Trading Card Game. Bis dann, euer Wolf.